Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Splinter Cell. Hier spielt mal wieder euer Edenos und ja, hier geht's mal wieder weiter in Hokkaido. Sieht ein bisschen, ja, so ein bisschen chinesischer Style, sage ich mal. Ich guck gerade, irgendwann Nachtsichtgerät, gibt's hier irgendwas? Ne, okay. Kann man auch nicht drüber springen. Ich warte mal genau, bis er sich wieder umdreht. Genau so. Ich dachte, ich hätte da drüben etwas gehört. Nein, hast du nicht. Seltsam. Oh. Okay, den habe ich gerne verbraucht, ganz ehrlich. Also. Ach, hier hätte ich auch ganz einfach den. Ja, ihr kennt mich. Ich verbrauche gerne mal mehrere Schüsse. So. Hier geht's. Ne, wir müssen dann durch die Tür. Und ja, was habe ich denn wieder zu erzählen? Gestern war ich mit dem Friend Let's Play in Cologne, in Köln. Und war auf jeden Fall sehr cool. Hat Spaß gemacht, haben ein bisschen da rumgeskatet, uns was in die Sonne gelegt. Was denn jetzt los? Und naja. War echt cool. Hat er, glaube ich, sogar ein Video von gemacht. Oh. Hat er, glaube ich, sogar ein Video von gemacht. Boah, ich liebe ja diese Musik. Wird er, denke ich, auch veröffentlichen bald. Beziehungsweise auch heute, also dem. Was haben wir heute? Ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall Friday. Zum Zeitpunkt von heute zumindest. Du warst ja gar nicht hier, wie kannst du denn dann kontrollieren? Auf jeden Fall finde ich die Musik ja richtig cool, ne? Wenn die einen erwischen, dann kommt immer so. Ich weiß nicht, wie ich den Stil beschreiben sollte. Gefällt mir auf jeden Fall. Gut. Ich muss hier, also in dem Level, oft die Sicht benutzen. Weil, naja, weil ist die sonst nicht sehe, zum Beispiel gerade war es dunkel und er war hinter der Mauer und er konnte mich trotzdem irgendwie sehen. Naja, einen habe ich trotzdem schon mal. Es wird doch Zeit, dass ich nochmal verhöre, ne? Ach du Scheiße! Glaubst du, der Kofferraum ist groß genug für eine Leiche? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Wenn du mir nicht sofort sagst, wo Nedic steckt, werde ich es ausprobieren. Er ist, glaube ich, im mittleren Palast. Da findet gerade ein Meeting mit ein paar ranghohen Offizieren statt. Danke. Alles klar. Dann, naja, er war freundlich, oder? War er freundlich? Den lassen wir nochmal im Leben. Hä? Aber haben wir nicht zu lange Rechtsklick gedrückt halt, hä? Dann nimmt er den immer auf die Schulter. Okay, schauen wir mal, wo ist der denn, der Typ? So, ganz schnell auspusten. Sam, benutze dein EEV, um die Nummernschilder dieser Lastwagen zu scannen. Vielleicht kommen wir so an Informationen über unseren Freund Nedic. Ich werde es versuchen. Mein I was? Wie benutze ich das dann nochmal? Muss ich gleich nochmal gucken. Puh. So. Der hat nichts zu sagen. Schade. Ne, dann stirb.
Mein, warte mal, F1 Notizen. Okay. Wenn durch das IEV sichtbar. Das ist das hier. Oh ja. Also, da ist was. Hier ist keiner mehr, also von daher. Wie nehme ich denn nochmal. Ah, genau hier. Hat er es jetzt gescannt? Ich glaube schon. Ja, ich denke schon, dass er das gescannt hat. Zack. Nichts. Absolut nichts Verdächtiges. Okay. Moment. Der bosnische Barbier. Danke, aber ich habe schon einen Friseur. Der ist ein Italiener, glaube ich. Ist auf der Ecke, direkt neben dem Donutladen. Die Papiere der Leasingfirma verweisen auf eine Scheinfirma, die von einem gewissen Miloš Novak gegründet wurde. Diesen Herrn Novak kennen wir unter dem Namen Milan Nedic. Novak ist ein Kriegsverbrecher aus den Tagen des Bosnienkrieges. Er wird der Barbier von Bosnien genannt, weil er Berichten zufolge einige seiner Kriegsgefangenen skalpiert hat. Der Knabe wird sich wohl nicht so schnell freiwillig dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag stellen, was? Nein, wohl kaum. Ein Moment mal kurz, Leute. Lol. Also, was ich auf jeden Fall jetzt vorhab, ist da durch den Kriechtunnel. Schritte. Shit. Sich nicht nach unseren an. Nach wessen Schritten denn? Nach den Schritten von jemandem, der uns Ärger machen will. Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal durch den Kriechtunnel. Die sind ja nicht umsonst da. So. Hat auch nichts zu sagen. Alles klar, dann gute Nacht. Mikrofone, wo sind die denn? Ach, das ist so ein Tuch. Sieht aus, als hätte das jemand zerschnitten. Toll. Das einzig Negative, weil ich hier echt sagen kann, ist mit der Pistole. Die ist nicht treffsicher. Oh Mann, das war hier in der Nähe. Was war das? Das war ein außerirdischer. Wird er jetzt kommen? Lol. Lol, 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 lol. Wie kann er mir sehen, wie kann er mir sehen, wie kann er. Du steckst auch so schon in genügend Schwierigkeiten. Sei gefälligst unauffälliger. Ja, wie denn? Lol. Ich glaube jetzt einfach hier drinnen. Der schießt nochmal, der Typ. Oh shit, ey. Shit, shit, shit. Ist ja noch immer.
Okay, das ist ja mal sowas von unlogisch. Ich kann ihn nicht beide gleichzeitig ausschalten. Oder ja, theoretisch schon. Aber was bringt mir das, ganz ehrlich? Zwar. Es ist nicht gut. Verdammt, wir haben Verluste. So. Zack. Das Problem ist, was hat mir das jetzt gebracht? Nix. Mir hat das die Scheiße nur Ärger gegeben. Verdammt. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ich kann da runter. Was bringt mir das? Waren die das nicht schon hier? Oh, ist das dunkel? Sollen denn hier Mikros sein? Hier ist ja ein Kabel, aber... Ne. Keine Ahnung. Mich jetzt mal hier. So, leise. Okay. Ich meine, wenn man mal einen Alarm hat, ist das ja, denke ich mal, ganz in Ordnung. Was ist das denn? Sucht er jetzt nach paranormalen Aktivitäten oder was? Gut. Den hätte ich dann schon mal. Boah, das war jetzt echt. Ich finde, da keiner mehr hier zu sein. Da ist so ein Mikrofon. Oder was ist das? Kann ich nicht scannen. Was ist hier? Das war's. Kann ich nicht benutzen, kann ich scannen? Nein. Naja, ein Alarm könnte ja auch irgendwie ein Fehlalarm gewesen sein, ne? Ich hätte mal da lang.
Es gibt keinen anderen Weg jetzt erlangen. So, schnell was machen. Egal ob dann. Aha. Sieht ganz so aus, als hätte Displays Personal dagelassen, um den Laden in Schuss zu halten. Zivilisten? Ja. Sorgt dafür, dass keiner von ihnen verletzt wird. Verstanden. Alles klar. Aber hier sind ja noch gar keine Zivilisten. Habe ihn verloren. Er ist einfach verschwunden. Siehste, Fehlalarm, alles im Griff. So, mein Freund, was war das eben, hä? Dich verhöre ich jetzt besonders gut. Darf ich nochmal zurück, bitte? Danke. So. Das ist sehr gefährlich. So ganz allein, im Dunkeln. Um Gottes Willen, tun Sie mir nichts. Erzähl mir etwas, mit dem ich was anfangen kann. Sonst breche ich dir den Arm. Ich weiß nichts. Bin ganz neu in der Firma. Ich hoffe, die sorgen dafür, dass du gut krankenversichert bist. Gut, gut. Hab ja verstanden. Ich habe gehört, dass irgendwelche Erste-Hilfe-Ausrüstung in der Küche ist. In der Küche? Gut, danke. Ich bin noch neu in der Firma. Okay. In der Küche, also. Ja gut, und was wir in der Küche sehen und sonstiges, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Die hoffentlich ohne Alarm oder sonstiges aufhören. Warte mal. Ganz kurz, ich bin neugierig, was ist das? Ich kann Munition aufheben. Lol. Wahrscheinlich, weil man hier die ganzen Lichter noch kaputt schießen muss. Damit man ein bisschen mehr hat, was das. So, jetzt aber Schluss hier. Also. Ja, was sieht gut aus. Also, bis in der nächsten Folge, euer Edenos.